Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Peter Moss und ich habe den Tobi und den Martin mit dabei. Hallo! Hi! Hallo! Denn hier? Kiste auf der Straße. Auch sehr schön. Na gut. Ui. Gucken, ob ich jetzt unterwegs vielleicht auch noch ein bisschen Federn irgendwie einsammle. Das wäre recht sinnvoll, die Idee. Jeden Fall bin ich schon mal froh, dass wir uns nicht großartig mehr zu Fuß bewegen müssen. Du wohl nicht mehr. Ja. Was, weißt du, was ich jetzt richtig witzig fände, wenn er so in 3 Sekunden das Minibike weggepackt ist? Ich weiß, wer dann losrennt, es wiederholen. Also, wieder besorgen, neu. Ja. Wird schon. Mal das nicht so eng sehen. Warte jetzt. Ein Hirsch. 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 Minibike jagen. Ich liebe es. Der nächste Herrsch. Total blöd, wenn man zu schnell ist und an dem Herrsch vorbeieiert. Wunderbar. Und weiter geht die wilde Fahrt hier. Ja, und ihr zwei, was macht ihr gerade? Also mal davon abgesehen, dass ihr nicht mit dem Minibike rumfahrt. Hier gerade auf der Brücke. Ja, wir schauen uns gerade ein bisschen die Gegend an. Ach so. Also macht da nichts wie immer. Ja, du machst ja auch nichts, außer Spritverbrauchen. Das stimmt. Haben wir uns gedacht, wir schließen uns demnächst machen mal an. Ja. Ja, wir könnten ja auch mal so eine kollektive Folge machen, wo wir einfach nur 20 Minuten nichts machen. Hat bestimmt auch was. Schweigen uns doch an am besten da dabei. Daraus Ja, machen wir aber eine Jubiläumsfolge. nicht zwangshaft anschweigen, bitte. Das ist echt blöd. Warum? Also, wenn ich manchmal mit euch so im Teamspeak bin, fühlt sich das manchmal so an. Nur weil da keiner mit dir redet, das schweigt dich keiner an. Ach so. Das ist natürlich ein feiner Unterschied. Ja, da werde ich immer gemobbt hier. Wir Da redet einfach mobben keiner. nicht. Vor allem das Schlimme ist ja, ich kann ja noch nicht mal sagen auf meinem eigenen Teamspeak, weil ihr seid ja Mitbesitzer. Wir sind Mitbesetzer, ja. Ja. Das hast du schön gewählt. Oh. Gott, ist der Händler schon weit weg. Ach Quark. Naja. Setzt natürlich voraus, dass ihr mir den richtigen Waypoint gegeben habt. So. Das kommt ja auch noch mit dazu. Also, guck mal, jetzt fährt der Idiot mitten in die Wallerei, da ist gar nichts. Ja. Schön, dass du es erkundet hast. Wir haben gedacht, da ist eine Stadt. Ach so. Was da Vogelnester sind. Zum Glück kannst du die alle vom Minibike aus looten. Ja, also ich steige ja zwischendrin ab, ne? Also.
Bitte, ja. Also vor allem, wenn da mal so zwei Stück auf dem Haufen sind, dann lohnt sich das schon. Setzt natürlich voraus, dass ich sie auch sehe. Ja, wenn zwei Stück auf dem Haufen sind, ist die Wahrscheinlichkeit schon größer, dass du es siehst. Ja. Das sehe ich auch so. Ja, macht doch ein bisschen der Witzenstummfolge. Mhm. Wir geben unser Bestes. Ich dachte, das war jetzt eine Aufforderung vorhin. Nee, eigentlich nicht. Sag doch sowas auch nicht. Also, oh Gott! Halt was soll man denn sagen? Wir sehen nicht, was du machst. Ja, aber ihr könntet ja mal erzählen, zum Beispiel, was ihr immer so macht. Ja, Gott sei Dank. Wenn du irgendwas falsch baust. Also ich sehe Erde. Ich habe jetzt 4 Vogelnester auf dem Haufen gehabt. Unter der Erde? Nee. War der andere, der Erde sieht. Oh, ich habe da im Übrigen noch eine Stadt gefunden. Also wir hätten vielleicht gar nicht so weit gemusst. War gar nicht da unten. Doch, wir waren in der Nähe vom Händler. Also ich bin zu unserem jetzigen Standort viel näher, also wo unser Haus gebaut haben, viel näher gespawnt, als du da auch nur annähernd bist. Moment, Bogen. Ah, das ist ja sehr schön. Das ist mal ein anderer Händler. Tipp ich mal. War kein Händler. Na, der Eingang, Mann. Da. Doch. Trader Joel's. Bitte. Den habe ich nämlich zum Beispiel selber noch nicht gesehen. Also ich kenne eigentlich nur den anderen. Das da hinten jetzt looten? Cool. Darf mal beklauen hier. Ist ja toll. Ja, jetzt tut es mir natürlich ein bisschen leid, dass ich eigentlich erst so relativ spät zu einem Händler gefahren bin. Aber für Leute, die es jetzt tatsächlich noch nicht wissen sollten, und zwar dieses Old Cash, man kann ja auch Papier daraus machen. Man hat ja für den Trader ein Skill. Barter. Ja, das heißt, umso höher der ist, umso mehr kriegt ihr für das Zeug, was ihr verkauft, oder habt natürlich geringere Preise. So. Ach, das ist das Ding da, wo ich 186 Punkte habe, Skills. Naja, genau. So, und es ist jetzt einfach so, in dem Moment, wo ihr jetzt einfach erstmal was verkauft, macht es Sinn, sowas wie Old Cash zu verkaufen. Ja, weil jeder einzelne Trade gibt euch Punkte. Wenn ihr jetzt alle 500 auf einmal verkaufen würdet, wäre das wie ein Trade. Deswegen ist es zwar ein bisschen umständlich, aber ihr könnt noch aktuell, wenn ihr das einzeln verkauft, auf jeden Fall besser skillen. Deswegen würde ich dieses Old Cash immer aufheben und es immer schön einzeln verkaufen. Verstehe ich gerade richtig, der Pedermaus cheatet wieder? Nein. Ende nutzt nur die Spiellogik. Richtig. So ähnlich. Oder so ähnlich. Was zum Beispiel auch bei den Waffen relativ interessant ist, wenn ihr die verkauft oder Waffenteile und die angeschlagen sind, macht es eigentlich immer Sinn, die vorher zu reparieren, weil man einfach mehr dafür rauskriegt. Weil finde ich schön, dass ich den Tipp gerade gebe und ich mich gerade selber eigentlich nicht dran gehalten habe. Also ihr seht zum Beispiel auch hier im Bildschirm die Iron Schaufel. Die Iron Shovel. Nee, sehe ich nicht. Ja, ihr nicht.
Mit jedem einzelnen Trade seht ihr, wie langsam der Preis runtergeht. Boah, krieg Krampf im Finger, ey. So schnell ist man Level 15. Also, was heißt schnell? Schnell ist ja ziemlich relativ. Peter. Ja, ja. Deine Mutter ist ja Hebamme. So, jetzt weißt du es. Verstummt da auch noch. What do you seek, friend? Ja. Danach macht es halt erst Sinn, sag ich mal, die Dinger zu verkaufen. Also die größeren Sachen zu verkaufen. Ob das jetzt natürlich unterschiedliche Wertigkeiten gibt, was man jetzt, wenn man was verkauft, was Erfahrungspunkte bringt, ist das natürlich jetzt eine sehr gute Frage. Das kann ich euch jetzt natürlich nicht beantworten. Ich mich gerade frage, das will ich jetzt einfach mal ausprobieren. Bringt 743. Jetzt einzeln verkaufen. Ah, gibt sich nicht viel. Das finde ich noch besser. We sell only the best merchandise. Richtig scheiße gescrapped. Oh Mann. Naja. Dann ist dem nun mal so. Fett haben wir auch mittlerweile verkaufen. Auch sehr schön. Dann hätte man Gold bringt mittlerweile auch richtig was, sehr schön. Was hast du jetzt eigentlich für einen Raketenwerfer gekriegt? 3112 mit meinem aktuellen Level. Sache, das bringt recht viel. Der verhökert gerade auch mal ihr Häuschen, ne? Also 3229 jetzt. Nach aktuellem Level. Ja, das ist ja nicht schlimm. So. Wir hätten hier ein Heavy Banded Leg Armor. Weiß ich jetzt aber nicht, ob ich das jetzt ganz so interessant finde. Vitamine, Blood Packs. Also wir könnten wir das zumindest das Bierbraubuch holen. Einmal Hopfensamen. Und ansonsten hat er irgendwie nichts Gescheites. Sau. Ja, ne? Und Federn kaufen, ja. Hat er gesagt, du willst Federn kaufen? Könnte Federn kaufen. Abgelehnt. Warum? Ach, die glotzen auch beim Zurückkommen und du hast genügend. Ja, aber ihr wollt ja auch. Dann mach halt dreimal die Glotzen auf. So. Den Secret Stash hätte ich vielleicht vorher mal aktivieren sollen, bevor ich hierher gefahren bin. Wobei, ich könnte jetzt mal gucken, ob sich da jetzt noch was verändert hat. Nee.
Ich könnte einen Minibike-Seat einen besseren kaufen, aber ich weiß nicht, was es bringen soll. Ich auch nicht. Also machen wir es. Ich weiß nicht, was es bringen soll. Also machen wir es. Okay. So hat sich das gerade angehört. Nee. Apologies. Check back again and I may have what you're looking for. Könnte ich eigentlich mir holen. Wenn ich jetzt schon hier geeiert bin. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Leider Gottes. Einen anderen Händler haben wir nicht, ne? Das wüsste. Also ich habe jetzt mal einen Hopfensamen mitgebracht. Reicht ja eigentlich zum Anpflanzen. Nitrat könnte ich mitbringen, sehe ich gerade. Doch. Gut, jetzt muss ich mal gucken, ob es hier eigentlich noch irgendwo was gibt, weil bei den anderen hast du immer noch so ein bisschen was zum Looten. Was ist denn für ein witziger Container? Okay. Das ist doch blöd. Damit. Also das Einzige, was da gerade schön ist, hier ist an dem Händler, dass hier noch ein Zementmixer und eine Workbench rumsteht. Falls man hier in der Nähe gebaut hätte. Haben wir aber nicht. Ja. Auf jeden Fall beklaue ich ihn mal. Warum hast du uns das nicht gesagt, bevor wir uns den Platz zum Wohnen ausgesucht haben? Weiß ich nicht, weil ihr gerne auf einer Insel wohnen wolltet. Was weiß ich? Nee, eigentlich wollten wir das nicht. Ich habe den Händler ja das erste Mal gesehen. Oder sehe ihn gerade zum ersten Mal. Du hast also nicht gut genug recherchiert. Ne, ich wusste ja, dass es andere gibt, aber ich habe ja noch keinen gesehen. So. Ist jetzt zwar ein bisschen blöd, aber... so. Was wollte ich? Den trinken. So, jetzt kann ich ja auf dem Rückweg mal noch in der Stadt vorbeischauen. Vielleicht gibt es da noch einen Crack Book oder sowas. Möchte ich jetzt aber vorher das Fleisch da reinlegen und so. Oh, fuck. Das kann ich lesen. Ja. Wobei, ich weiß nicht, so in die Stadt zu gehen, gerade mit 7 Bolzen. Irgendjemand ist gestorben. Ja. Die finde ich witzig gerade. Ich sag da gleich noch irgendjemand halt Zug bekaufen lassen. Wahrscheinlich. Nein. So, naja, gut, da habe ich wegen 27, da habe ich wegen so ein bisschen was, um mich zu verteidigen. Beinen erschlagen oder was? Verhungert. Nee, ich war draußen, hab eine Wanderhorde getroffen. In einer ungünstigen Situation. Mhm. Du darfst gerade hinterm Busch. Beim Nichts machen. Genau. Ich habe mich gerade auf meinem Stuhl zurückgelehnt und auf einmal war ich tot. Ah, sehr schön. Dabei habe ich mich extra hinter den Busch gestellt. Genau. Ich habe mich extra getarnt. So, da vorne hätten wir ein Bassbars. Ich kann mir hier ist eine Bank. Oh, Crackerbook. Ja, quasi wie gerufen hier. Wahnsinn. Kommt der wie auf Zuruf hier. Möchte ich quasi ja eigentlich nur noch ein Minibike buchen, dann wäre ich ja relativ glücklich. Die kenne ich schon. Also
beziehungsweise das Gasrezept würde uns ja aktuell zumindest ja auch schon mal helfen. Ja. Na, Tobi, mal mit der Kettensäge rumspielen. Auch das, ja. Ja, sonst hilft uns das nicht. Doch, man kann sich schon mit dem Minibike bewegen dann, weil wir ja genug Gas herstellen können. Und der Tobi kann hier noch mit der Kettensäge rumeiern, wie er will. Ja, was ist denn hier los, ey? Hier ist ja eigentlich mal gar nichts drin. Bäm, hab ich eine geile Faust. Ein Zombie gerade mit der Faust den Kopf abgeschlagen. Ja, Minibikes. Jawohl. Lesen. Oh, ich habe auf Scrap gedrückt. Macht nichts. Genau. Mach doch. So. Also ich kann da Minibikes bauen. Jawohl. Ja, das Rezept wäre noch recht schön. Kommst du mal hier in die Stadt, wo ich bin, und baust mir mal hier ein Minibike? Nein. Wann bist du unsozial? Hier ein bisschen Teamgeist. Der ist wahrscheinlich am Arsch der Welt gerade. Zu Fuß. Ja, von mir aus gesehen wahrscheinlich. Genau. Der Minibike sagt, der andere ist am Arsch der Welt. Ja, aktuell ja. Also den wollte ich ja jetzt die Stadt schon noch ein bisschen weiter erkunden. Ich kann mal überlegen, wo ich hier übernachte. Muss mir schon mal überlegen, wo ich übernachte. Ja, gut. So, hier hätten wir noch ein Ostrich Hotel. Mach ich jetzt die Bank auf oder gehe ich jetzt zum Shotgun Messias? Ich gehe mal ein Shotgun Messias. So, sehr schön. Sehr gut. Echt viel mal drauf haben. Oh. Ich wüsste ja immer ganz gerne, was jetzt mit meinem Headset los ist. Das hat so massiv an Akkulaufzeit verloren. Das ist der Wahnsinn. AK-47 Receiver. Sehr schön. Ich bin voll. Voll. Seit wann stacken denn Schematics nicht mehr? Also als allgemeine Frage in die Runde. Ich weiß es nicht. Sind Schematics. Ah, Bobs Café, Mähwerk. So. Kenne ich auch schon. Hallo. Hi. Tobi? Du hältst ja die Stellung? Stellung? Ja, zu Hause. Nö. Ist doch gestorben. Siehst du doch. Unglaublich. Er nippelt da einfach ab. Oi. Gut. Mach ich jetzt erstmal noch den Tresor auf und guck erstmal noch, was da drin ist. Oder auch nicht. Oh,
die habe ich sogar noch nicht. Wahnsinn. So, ich erstmal ins Minibike. Aber Leute, währenddessen ich jetzt gerade überlege, wie ich jetzt was mitnehme, sind wir ja leider schon wieder am Ende einer Folge angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen oben da. Ich würde mich drüber freuen. Und vor alledem, auch wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu 7 Days to Die, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.